Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Christian und ich begrüße euch heute zu einem neuen Game, was für uns gerade released wurde, und zwar Expeditions Rome. Und wir wollen ohne Umschweife auch direkt mal loslegen und werden ein neues Spiel starten. Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias, einer ehrwürdigen Patrizierfamilie, war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. So, das war das kleine Intro zu dem Game. Die ganzen Texte sind übrigens alle in Deutsch vertont und auch in Deutsch geschrieben, also ne, komplette deutsche Sprache. Und wir werden jetzt erstmal hier unseren Charakter erstellen. So. Dann nehmen wir doch erstmal ein anderes Porträt. So, Mamercus Cluelius, Spitzname Pavo. Okay, was haben wir denn hier für schöne Familiennamen? Dann nehmen wir Claudius. So, Spitzname Taramis. Ja. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ich meine, hier können wir ja auch erstmal nicht viel machen. So, was haben wir denn jetzt hier? Charaktereigenschaft, rhetorischer Stil. Jeder dieser drei Vorteile schaltet einmalige Dialogoptionen frei, mit denen ihr in verschiedenen Situationen unterschiedliche Leute überzeugen könnt. Denkt darüber nach, was für eine Art von Charakter ihr verkörpern wollt und wählt einen passenden rhetorischen Stil. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr vielleicht die Chance erhalten, eine zweite Technik zu erlernen, okay? Was haben wir denn? Ethos, Logos, Pathos. So, Ethos. Die Kunst, eure Autorität oder eure Fähigkeiten einzusetzen, um euren Willen durchzusetzen. Logos. Die Kunst, jemand mit Logik und Vernunft zu überzeugen. Pathos. Die Kunst, euren Willen durchzusetzen, indem ihr euren Gegenüber emotional manipuliert oder gute Rhetorik ansetzt. Ich würde sagen, wir nehmen hier Ethos. So, Schwierigkeitsgrad. So, wir werden normal nehmen. Ja, wir werden jetzt einfach normal nehmen. Tod im Kampf werden wir drin lassen. Iron Man lassen wir erstmal raus. Genau, dafür, dass ich ihn nicht kenne. Hört ihr mir zu, Domine? Körperlich seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Ah, also wie gesagt, es ist alles komplett in Deutsch vertont und geschrieben. Und wie wir jetzt gerade feststellen, waren wir das jüngste Kind dieser Familie und wurden schnell aus der Stadt geschmuggelt, weil unser Vater gestorben ist.
So, was nehmen wir denn? Die Schönheit des Meeres raubt mir einfach den Atem. Seht euch nur an, wie blau es Es ist. beruhigt die Seele, nicht wahr? Na? Ich dachte, das Meer wäre in meiner Erinnerung nur so blau, weil ich ein Gut. Kind war, als ich es zuletzt sah. Aber meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Ich habe den Triarchus gefragt, wie Gut, nahe dass ich Lesbos gesagt habe, es ist, ist aber komplett er in hat mir Deutsch keine vertont und klare direkt war ein Antwort englischer gegeben. Text. So, was haben wir denn? Den Triarchus. Komm, wir sind ein Blutrünstiger. Je schneller ich meine Klinge wieder im Blut tauchen kann, desto besser. Ihr seid nicht hier, um zu kämpfen. Eure Mutter will, dass ihr in Sicherheit seid, nicht, dass ihr an der Front kämpft. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Ihr tragt die Autorität eurer Ahnen mit Würde. Ich bin mir sicher, dass er euch die Antworten geben wird, die ihr von ihm wollt. Ihr solltet auch Quintius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Ganz kurz hier diese Option, die ihr hier unten seht. Das Spiel hat eine Twitch-Schnittstelle. Und da kann ich, wenn ich dann einen Stream starte, könnt ihr dann halt hingehen und abstimmen. Also, das heißt, ich kann dann sagen, was soll ich hier abstimmen? Und ihr könnt dann halt, ne, die Optionen aussuchen. Im Moment ist das ja ein Video, deswegen ist das erstmal deaktiviert. So. Die Questmarker weisen euch auf verpflichtende Ziele und optionale Ziele hin. Okay. Also hier sind erstmal so die klassischen Sachen. Die Kamerasteuerung WASD. Die mittlere Maustaste drücken und gedrückt halten. Wir können hier die Perspektive ändern. Mausrad scrollen wir rein. Also zoomen wir rein, zoomen wir raus. Ihr So, habt was euch haben wir schnell an denn? das Leben auf dem Schiff Optional. angepasst, Dank Domine. Quintius Aquilinus dafür, dass er euch aus Rom herausgeholt hat. Ja, dann machen wir das doch mal. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Es war eine glückliche Fügung. Aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Cäsar, wenn euch das nicht unangenehm ist. Bei allem Respekt. Das würde ich lieber nicht tun. Meine Untergebenen nennen mich Centurio. Meine Befehlshaber Aquilinus. Meine Freunde nennen mich Cäsar. Ha! Sie hat euch Und also schon darüber wieder ein englischer aufgeklärt. Text. Eure Mutter hat im Geheimen Abmachung mit dem Konsul getroffen. Ihr sollt dem Kommandostab als Tribunus beitreten. So, was sind die Pflichten Ihr eines werdet nur sehr wenig Tribunus? Verantwortung übernehmen. Die Tribunen einer Legion unterstützen den Legaten und lernen dabei, wie man eine militärische Organisation kommandiert. Ihr werdet weder in den Kampf ziehen noch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ihr werdet in Sicherheit sein, so wie eure Mutter es wollte. So, dann machen wir uns Ich bin mal mir sicher, dass der nützlich. Konsul schon einen Nutzen für euch finden wird. Ihr scheint einen vernünftigen Kopf auf den Schultern zu tragen und werdet euch schon schnell zurechtfinden. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. So, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Ich hörte, er flieht vor einem Salve. Senator, der ihn tot sehen will. Ach, das ist der Psst, gar nicht, seid okay. leise! Es ist mir eine Freude. Ich bin Gaius Julius Ach, Caesar. guck mal, Julius Caesar. Sehr gut, aber mit dem reden wir später. Wenn man übrigens die linke Alt-Taste einmal drückt, dann leuchtet alles, mit dem du interagieren kannst, quasi bekommt da so einen Rand. Seht ihr meine Figur und die Figur hier hinten rechts?
So, dann gehen wir doch jetzt mal mit Wonach dem sucht er? Ach, so ist er schon Triarchus, was schon wahrscheinlich der Captain. Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. Okay, also ich kann aufgrund meines meiner rhetorischen Wahl nur gewisse Sachen aussuchen. Vergebt mir, ich wollte nicht respektlos erscheinen. Wir haben nur noch eine kurze Strecke vor uns. Wäre der Wind nicht so schwach, wären wir bereits da. Aber ich werde die Ruderer härter antreiben. Wartet. Das Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir, ob ihr wirklich kämpfen könnt. So, da werden wir wohl geentert. Da wollen wir noch mal gucken, ob wir die nicht platt machen. Gaius, geht es euch gut? Es geht mir gut, Centurio. Formation bilden. Treiben wir diese Piraten vom Schiff. So, wir sind jetzt also in der Vorbereitungsphase, wo wir unsere Charaktere überall hinschieben können. So, schauen wir doch mal ganz kurz, wen haben wir denn? Wir haben... Das ist unser Kumpel. Das sind wir. Wir haben wahrscheinlich gar keine Rüstung an. Was haben wir denn? Widerstand gegen Wuchtschaden. Da haben wir eigentlich nichts. Der ist also schon ein bisschen besser gerüstet. Der Kollege ist sogar noch ist genauso schwach bzw. schwächer als wir gerüstet. Und der Kollege ist ein Fernkämpfer. Nee, ich möchte nicht, dass du da hinten stehst. So. So, den stellen wir hier hin. Ah, Moment, das bin ich. Genau. Also, da haben wir doch unsere Phalanx vorne, die Typen hinten. Und dann starten wir einfach mal. Okay, angreifen. So, wir haben Aktionspunkte und Ladungen. Okay, das kriegen wir wohl hin. Im Kampf können Charaktere ihre Aktion in beliebiger Reihenfolge durchführen. Zum Beispiel könnt ihr einen Fernkämpfer einige Hexfelder in Richtung eines Gegners bewegen, ihn schießen lassen und dann zurückzubewegen. Okay. Okay, also... Was haben wir denn hier alles? Das sind Speerkämpfer, die haben garantiert Reichweite. Hier haben wir einen Bogenschützen. So, die grünen Felder, die wir hier sehen, das sind die Felder, welche wir in einer Aktion erreichen können. Die gelben können wir in zwei Aktionen erreichen, also in einer vollen Aktion. Und wenn ein Feld rot wird, dann kriegen wir hier garantiert einen Gelegenheitsangriff ab. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. So, was haben wir denn hier? Schönes Schildstoß oder Hieb? So, jetzt hat der erstmal einen abbekommen. Okay. Na, er hat einen Statuseffekt. Gepiesackt. Diesen Charakter außer Gefecht zu setzen, stellt den Aktionspunkt des Angreifers wieder her. Okay. So, dann geht der hier hin.
Der Kollege geht hier hin, der hat nämlich eine Reichweite. Und interessant ist, ihr seht ja oben, er hat jetzt noch 5 von 8 Lebenspunkten. Na, also die hat er. Und wenn man die jeweilige Fertigkeit aussucht, drauf geht, dann wird oben eine ungefähre Schätzung angezeigt, wie viel man den dann verletzt. Dann werden wir nämlich... Genau, Feinde und Ausbildung. So, jetzt haben wir den niedergemacht, jetzt kriegen wir unseren Aktionspunkt wieder. Jetzt setzen wir uns hier hin. Ach, schade, das ist... Schade, ich habe gedacht, wir würden die Fertigkeit hier wieder bekommen. Na gut, dann ist dem so. Dann lassen wir den da stehen. Oh, da müssen wir aber ganz schön Damage einstecken. Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Oh, wir haben also noch einen Charakter. So, wie viel haben wir denn? 4. Der hat volle Lebensenergie. 5. Der hat volle. So, da haben wir doch den ersten Gegner schon erwischt. Nehmen wir den hier. Ach, den haben wir auch schon platt gemacht. Okay, dann gehen wir hier in Unterbrechen rein. Ihr seid ja tödlich mit dem Ding. Erstmal schön Reichweiten schlagen. So. Dann verpassen wir dem erstmal einen Wundschlag. Ne, weil der hatte ja nur 2 Lebensenergie. Dann können wir nämlich zu ihm hier vorrücken. Und den verpassen wir nämlich erstmal schön einen Hieb. Genau. So, was kann der denn hier? 3-5 durchbrochener Schaden generiert einen Fokus. 3-6 durchbrochener. Aber 2 Fokus. Ah, Fokus brauchen wir für seine Spezialfertigkeit. Dann nehmen wir doch weg. 2. Zack. Okay, 4 Damage, aber dafür haben wir 2 Fokuspunkte. Ja, das geht ja eigentlich so vom Kämpfen, ist so ein bisschen ähnlich. Ich meine, gut, wenn man einmal die verschiedenen RPGs kennt, dann geht das ja eigentlich. So, den Bogenschützen lassen wir aber jetzt erstmal ein bisschen weiter nach vorne. Man sieht an den Icons hier oben auch, wohin er schießen kann. Zack.
Ah, der ist schon mal. Der ist schon mal gar nicht so verkehrt, ne? Okay, da hat einfach mal eine Katze hier oben ihr Körbchen abgerissen. So, dann gehen wir doch, würde ich sagen, hier hin und aktivieren den Unterbrechungsschuss. Ich glaube, mehr muss ich nicht machen. Ja, genau. So, was haben wir denn? Dann haben wir hier unseren schwer gepanzerten. Oh, wir haben nur noch zwei Lebensenergie, sehe ich gerade. Das war's! Nur noch einer! Ja, mehr können wir nicht machen. Okay, ich kann mich also kein Feld bewegen. So, das war der erste Kampf. Der geht doch relativ schnell vorbei. Zurück mit euch in Neptuns Arschloch, Barbaren. Der Triarchus hat uns direkt in einen Piratenhinterhalt geführt, Prime. Erlaubt mir, ihn hier und jetzt direkt hinzurichten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammenarbeiten. Seid nicht so naiv. Das war kein zufälliger Angriff. Die waren auf unser Blut aus. Es ist ungewöhnlich für Piraten, ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galeere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut. Reden wir mit dem Mann. Okay, so. Wir sollen den Triarchus befragen. Dass das nur ab und an in Englisch ist. Ist zwar jetzt komisch, aber ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Geminus, ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt, ihr redet Unsinn. Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen? Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchus noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? So, was getan ist, ist getan. Den Triarchus jetzt hinzurichten, bringt uns nichts. Gut, dann verschonen wir sein Leben. Aber denkt daran, Gnade ist ein Luxus, den ihr euch nicht immer werdet leisten können. Vielleicht, aber in diesem Fall können wir es uns nicht leisten, unseren Triarchus zu verlieren. Wir müssen Lesbos noch erreichen. Eine weise Entscheidung. Den Triarchus auf offener See zu erschlagen, wäre ausgesprochen ungünstig gewesen. Danke. Wenn ihr jemals wieder die Hilfe eines guten Navigators benötigt, stehe ich euch zu Diensten. So, da würde ich sagen, Bruder, ist er bei uns in der Schule. Und wir haben unseren ersten kleinen Einführungskampf offen. Gehabt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir denn für eine Klasse machen wollen. So, was haben wir denn?
So, Prinzeps. Schwere Rüstung und feste Turmschilde verleihen der römischen Linieninfanterie ungeschlagene Überlebensfertigkeiten. Fähigkeiten. Jetzt haben wir hier den Veles. Das ist ein Zweihandkämpfer. Dann haben wir den Sagittarius. Das ist unser Bogenschütze. Und den Triarius. Das ist ein Speerkämpfer. So, Unterklassenfeldheiler. Signiferi. Zerstörer. Ne, ich werde den Prinzeps nehmen. Ne, ich nehme auch bei Pathfinder. Habe ich auch immer den Kämpfer gespielt. Das finde ich ganz cool. Okay, wir müssen eine Fertigkeit aussuchen. Was haben wir denn bereit machen? Regeneriert 2 Ränge von Stärke. Erschrecken. Minus 10 Moral für alle Feinde in Reichweite. Niederschlagen. Ja, wir nehmen Niederschlagen. Achso, halten. Ja, das heißt, wir haben jetzt einen Nahkämpfer. So, das heißt, wir haben jetzt einen Nahkämpfer, der einfach brutal reinmoscht. Geehrte Gäste, willkommen auf Lesbos, der Perle des Mittelmeeres. Ein hässliches Piratennest. Eine uneinnehmbare Festung von Piraten wohl eher. Und dank der Stärke ihrer Flotte mit uneingeschränktem Nachschub an Essen versehen. Dann sollten wir einen Weg finden, diesen Nachschub einzuschränken. Ihr denkt wie ein Imperator, Gaius. Nun gut, Leute. Das hier ist Lucullus' Kriegslager. Das Herz aller Einsätze in dieser Region. Ihr seid lange auf See gewesen. Ich schlage vor, ihr vertretet euch etwas die Beine, um euch ans feste Land zu gewöhnen. Schaut euch um und trefft ein paar Leute. Der Konsul wartet im Kommandozelt. Verspätet euch nicht, wenn ihr ihn nicht verärgern wollt. So, sehr, sehr gut. Ja. Schauen wir uns doch mal ganz kurz das Lager an. Oh, das sieht aus wie ein römisches Zeltlager. Hier wird wahrscheinlich der Konsul drin sein. So, was haben wir denn für eine Quest? Findet und redet mit Lucullus, wenn ihr bereit seid, fortzufahren. So. Wir werden aber jetzt als allererstes mal schauen, ob wir nicht hier irgendwo ein bisschen Ausrüstung finden. Ach, guck mal, die haben sogar Badeanlagen. So. Domine. Okay. Abgesehen von einem guten Wein, einem warmen Bad und einer ordentlichen Massage, nicht viel. Danke. Salve. In der Tat, man nennt mich, ihr dürft fragen. Und ich entscheide, ob ich antworte. Es heißt, Lucullus wäre das größte militärische Genie Roms. Ich weiß nur, wie ein König, ohne die Tyrannei von Königen. Okay, also die beiden haben so ein bisschen Lore. Wie lange wollen sie uns wohl hier behalten? Ich mach das auch mal nicht. Ich bin hier, um mit Rieder... Diese andere Legion, die sind noch etwas grün hinter den... Dann gehen wir da jetzt einfach mal direkt zu dem, Das stimmt. Bald sind das auch Lucullus. Oder Leichen. Das wird nicht funktionieren, solange die Rebellen weiterhin Nachschub auf dem Seeweg erhalten. Wir werden ihre Nachschublinien unterbrechen müssen. Das ist ein Einsatz für unsere Occulta Speculatoris. Bitte, steht da nicht einfach wie eine Topfpflanze herum. Kommt herein. Bei Jupiter, ihr seid ganz schön groß geworden, was?
Das ist der vielversprechende junge Mann, von dem ich euch erzählt habe, Thermos. Unauffällig, aber voller Potenzial, nehme ich an. Hervorragendes Material für die Spekulatoris, wenn er sich denn beweisen kann. So, was sind die Spekulatoris? Eine spezielle Kohorte, die für besonders wagemutige Einsätze gegründet wurde. Ihr werdet schon bald genug herausfinden, was für Aufträge sie ausführen. Okay. Sagt mir einfach, was getan werden muss. Ihr braucht eine Feuertaufe. Also passt gut auf. Wir stecken hier auf Lesbos schon eine Weile in einem Patt fest. Mein Co-Konsul Marcus Aurelius Cotta ist im Kampf mit König Mithridates von Pontus im Osten gebunden. Mithridates setzt die Piraten von Lesbos als seine Flotte ein. Die Festung von Mytilene hier auf der Insel ist gut gesichert, aber sie hat auch ihre Schwachstellen. Es gibt einen Pass durch die Berge, den wir nutzen können. Ich werde den Angriff persönlich anführen. Ich melde mich freiwillig für die Vorhut. Wenn mein Onkel Pontus besiegen kann, komme ich sicherlich mit Mytilene klar. So sei es. In der Zwischenzeit werdet ihr euch im Kommandieren beweisen, mein Mündel. Nehmt Caesar Quinctius Aquilinus, euren Servus Synerus und den Gladiator, der mit euch auf dem Schiff ankam. Ihr werdet euch mit Julius Calidus von den Spekulatoris meiner Legion treffen. Eure Mission ist es, euch in den Hafen zu schleichen und die Schiffe des Feindes mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln zu vernichten. Ich gehe davon aus, dass ihr Fragen dazu habt. Wartet. Sind das die alten Waffen eures Vaters? Ich bin mir sicher, sie bedeuten euch viel, aber seht, das Leder ist brüchig. Das wird nicht taugen. Besucht meinen Schmied Sextus und besorgt euch vor dem Aufbruch vernünftige Ausrüstung. Ah, so. Also. Wir müssen uns also... Wir sollen uns also ins Piratenlager reinschleichen und die Schiffe vernichten. Und zuerst besorgen wir uns jetzt erstmal hier ein paar bisschen Ausrüstung. So, da haben wir jetzt auch unsere Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Lorica Musculata 1, wahrscheinlich Stufe 1. Ah, da sehen wir schon besser aus, oder? Haben wir ein Schild. Und wir werden unseren Hastar... Ah, guck mal, wir können... Entweder den... ist die Frage, können wir den denn... Ah, okay, schaut mal, wir können nämlich jetzt nur... Wir haben zwar zwei Waffensets, aber wir können den Schild nicht in beiden Sets benutzen. Ne? Also einmal haben wir hier Schwert und Schild und einmal haben wir unseren Speer. Da haben wir wahrscheinlich, Reichweite. Okay, mal würde ich sagen, gehen wir doch mal los, ne? So. Weiter reinzoomen können wir nicht. Das ist die maximale Rauszoom-Stufe. Okay, wenn ich die linke Alt-Taste drücke, seht ihr, dass der hier das automatisch alles wieder markiert. Okay. Wir sollen jetzt hier zum Lagerhaus.
Okay, also mit Linksklick markiert das Ziel und nochmal Linksklick lässt es dich dann ausführen. So, halb abgebrochenes Lager. Heute lächelt Fortuna auf euch herab. Als ihr auf einer staubigen Straße entlang reitet, entdeckt ihr ein farbenfrohes Zelt. Ihr beschließt, euch vorsichtig zu nähern. Ihr findet ein kleines Lager, das offenbar in Eile verlassen wurde. Vieles ist zurückgelassen worden. Ja, das sammeln wir natürlich alles ein. Haben uns erstmal schön Erfahrungspunkte gesammelt. So, was ist das hier? Ach, guck mal hier. Da haben wir ein bisschen geplündert. So. Der kriegt erstmal einen besseren Speer. So, dann hat er jetzt auch mal, ist zwar nicht so groß wie das andere, aber hat auf jeden Fall besseren. So. Okay, wir tragen jetzt einfach mal zwei Schilde. Haben wir denn keine Gewichtsbeschränkung? Ja, anscheinend nicht. Ja, okay, dann. So, dann auf zum Lagerhaus. Wir könnten am falschen Ort sein. Hier ist niemand. Lucullus hat sich eindeutig geirrt. Wenn hier jemand wäre, wüsste ich das. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Hey, keine Bewegung. Beruhigt euch. Ich bin Julius Kalidus von den Okkulta Spekulat. Ich kenne nur einen Weg, ohne eigene Schiffe eine Flotte zu zerstören. Und das wäre, sie niederzubrennen. Etwas griechisches Feuer wäre da hilfreich, findet ihr nicht? Ein Glück also, dass es da unten ein ganzes Lagerhaus voll damit gibt. Allerdings werden sie den... Bis jemand aus der Stadt hier eintrifft, sind wir schon lange wieder weg. Am Fuße des Hügels befindet sich eine kleine Gruppe Wachen. Wenn wir sie zuerst ausschalten, werden sie uns nicht als Verstärkung angreifen. Aber dann werden die im Lagerhaus den Kampfeslärm hören und uns erwarten. Ihr habt den entscheidenden Punkt sofort erkannt. Die Entscheidung liegt bei euch, Prime. So, aber wir werden jetzt als allererstes mal unsere Leute leveln.
sind da! Wie konnten sie so nahe kommen? Folgt mir! Sie sind dort drüben! Vorrücken! Auf den Beinen. Beeindruckend.
einer! Kommt schon! Wir schaffen das! Ihr seid alle Idioten! Wir werden sterben! So, da sind wir doch fertig. So, einmal die Alt-Taste drücken. Dann würde ich sagen, dann plündern wir die doch erstmal. So, was haben wir denn Tolles? So, dann versuchen wir uns einfach mal von hinten. Da müssen wir hin. So, da haben wir doch zwei. Da haben wir einen Schwertkämpfer. Da haben wir dann einen diesen. Hier ist ein dritter. Okay, also man kann die Typen überall erkennen. Okay. Dann gehen wir doch mal rein. Wir werden angegriffen! Macht euch bereit! So. Ach, guck mal hier. Jetzt sehen wir alle. Hier haben wir zwei. Da haben wir einen, da haben wir einen. Hier haben wir drei, da haben wir noch einen. Hier oben haben wir einen und da haben wir noch einen. Okay. Ach, die sind auch noch zuerst dran. Ach, das ist ja ätzend.
Ach, das ist ja doof. Okay, das Bogenschütze. Wir greifen sie gemeinsam an. Zwei Bogenschützen. Okay, die müssen wir also als erstes ausschalten. Drei Bogenschützen. So, da haben wir doch den ersten schon niedergemacht. Ist, können wir damit jetzt auch weiterlaufen? So, dann haben wir den auch niedergemacht, knüppelt. Okay. Schaltet 5 der Lagerhauswachen aus. So, dann schauen wir doch mal. Ich muss unbedingt diese Bogenschützen loswerden. Kommt, hier lang!
sehr gut. Der kümmert sich dann um ihn hier. Sehr, sehr gut. Dann schützt der das Tor. So, wir positionieren unseren Bogenschützen hier oben. Das ist der nächste Bogenschützer. Okay, drei Lagerhauswachen müssen wir da ausschalten. So, dann schauen wir doch mal. Aber bis jetzt ist das Kampfsystem ganz nice. Das ist der letzte. Langsam und gleichmäßig, Leute. Eine Frau und Kinder. Sehr gut. Damit ist der nächste Kampf auch erledigt. Na, ich würde sagen, wir plündern mal wieder alles. Also es macht auf jeden Fall immer Sinn, erst alles hier abzuforschen. Na, guck mal, wie viele Truhen es gibt hier gibt. Okay, also die Gruppe sammelt sich immer zuerst, bevor die dann weitergeht. Seid vorsichtig mit diesen Töpfen. Die Flüssigkeit darin ist hochempfindlich. Sie wird sich mühelos. Tötet jeden, der euch bemerkt. Wir können uns keine Ablenkungen erlauben. Wir müssen diese Schiffe verbrennen.
Gesprochen wie ein wahrer Krieger. Dem stimme ich zu. Legen wir los. So, nachdem wir die ersten Missionen ja erfolgreich hinter uns gebracht haben, würde ich sagen, machen wir dann für diese Folge Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise wir sehen uns dann auf Twitch, weil das Game werde ich bei Twitch weiter streamen. Und dann werde ich natürlich die Streams wieder online stellen, damit ihr die Abenteuer unseres tapferen Legionärs mitbekommen könnt. In diesem Sinne, good night, good fight. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag.